Reist du auch einmal mit mir? Dazu wird mein Gehalt wohl nie langen. Dafür siehst du aber sehr gut aus in deiner Uniform, Horn. Ich bin ganz stolz auf dich. Danke, Carmen. Was wird denn aus uns beiden heute Abend? Die gnädige Frau erlaubt es nicht. Aber neulich doch. Na, da war sie für 2 Tage verreist. Nein, unmöglich, Horn. Sie braucht mich und vertraut mir alles an. In fast allen Dingen kann ich sie um den kleinen Finger wickeln, aber da würde sie mir einen Riesenkrach machen. Aber was stört sie denn daran? Dass sie keinen Mann bei sich hat. Deshalb können sie mir auch gar nicht. Aber du hast mir doch vorhin erzählt, dass sie heute Besuch hat von einem gut aussehenden Mann. Aber da passiert doch nichts am ersten Abend. Meine Senora ist eine Dame. Juan! Juan! Kam, was ist? Sieh mal da, den Hut. Ja und? Sie hat den Mann doch hier behalten. Das hätte ich nie von ihr gedacht. Und es passiert auch zum ersten Mal, seit sie Witwe ist. Ja, und warum erzählst du mir das? Ja, verstehst du denn nicht? Jetzt muss ich mir auch einen gönnen. Komm, Liebling. Aber ich stelle eine Bedingung. Doch nicht, dass ich brav sein muss. Das kannst du nicht von mir verlangen. Unsinn. Dass du auf Zehenspitzen gehst. Ich danke Ihnen, Senor.